Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities in Motion. Und während unser Geld da oben langsam und stetig besser wird, hoffentlich, hole ich mir mal eine Getränkeflasche her. Das habe ich nämlich jetzt voll vergessen. Aber ich habe ja ein mobiles Headset, also so mit Funk und so, was ziemlich geil ist. Und dann kann ich jetzt mal schnell aufstehen und das holen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann jetzt was trinken, juhu. Fangen wir doch mal an. Die Alte möchte ja hier ihre Busstation haben. Was kostet die denn? So, damit die mit ihrer dummen Buslinie da glücklich wird. So. Wir haben hier echt Geldprobleme, ne? Das ist eine Katastrophe. Neue Linie. Moment. Neue Fotos. Zählt das? Natürlich nicht. Wie soll ich denn da? Ja gut. Diese alte, ne? Jetzt fahren wir richtig komisch. Jetzt fahren wir halt einfach richtig komisch. Ist mir jetzt auch egal. Jetzt kriegt ihr hier ihren Bus und danach schließe ich die Linie wieder. Nicht genug Geld. Ach ja, stimmt. Wir waren ja voll im Minus. So, dann gehe ich doch mal, wenn alles klappt, hier rauf. Ja, es war ja so ein bisschen verbuggt mit dem Gleis hier. Ich erinnere mich. Super. Wo ist meine Maus da? Ach. Glaube, das wird nichts mehr hier. Ich bin einfach zu schlecht für das Spiel, keine Ahnung. Ich habe schon so eine Menge Planungsspiele gespielt, aber dieses weiß ich nicht. Also es ist irgendwie auch nicht, dass man irgendwie hier logisch was machen kann, gefühlt. Ich brauche doch nur einen Bus für diese Linie, meine Güte. Ich kann ja mal schnell von woanders einen Bus klauen. Ja. So, dann packen wir das mal hier hin. Eröffne die Linie. Kann die Alte ihre dummen Fotoshootings machen? Bitteschön. Muss hier mal so. Dann löschen wir die Linie. Wieder. Packen den Bus wieder in die Linie 4. So. Und dann haben wir ein Ziel erfüllt von der komischen. So, Bauern, Bauern. Bauen Sie eine Linie vom Wohngebäude zum Bahnhof. Ey, diese Frau, ne? Nur, damit die jetzt hier einsteigen kann, ja?
Dieses Geld, ne? Okay. Wir warten. Ach nee, wir können ja eh noch keinen Bus davon kaufen. Jetzt habe ich aus Versehen zwei Linien erstellt, aber das ist kein Problem. Haltestelle hinzufügen. Die Oma-Linie. Und zurück zur Oma. Kaufen wir schnell einen Bus. Und eröffnen das. Da haben wir noch so einen kleinen Pissbus gekauft, aber das passt. Okay. Bauen Sie eine U-Bahn-Linie. Ja, ich... naja, dabei ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. So, wie weit sind die hier miteinander verbunden? Noch gar nicht. Also noch gar nicht, ja, aber... Okay, solange wir das Geld haben, machen wir das mal schnell. Ja, damit hat es sich auch erledigt, ne? Es ist zwar noch zu kalt für meine Arthritis, aber wenn ich einen Platz neben der Busheizung bekommen kann, wird es schon gehen. Na, stell dich mal nicht so an, Alter. Dieses schöne Geld. Und jetzt die Bushaltestelle wieder wegnehmen und alles, ey. So. März 2006. Wow, was war das? Ach, ob wir aus dem Minus jemals rauskommen. Da war der Zug einfach weg. Er dachte sich, nein, ich will nicht. Ich teleportiere mich jetzt weg. Ob hier ein Obdachloser lebt? Ich finde solche Orte ja irgendwie cool so. Die so ein bisschen abseits sind, verlassen. Oh, hier sind ganz viele Omas. Oh, meine Fresse, ey. Ich hab ne Idee. Wir reißen erstmal die hier ab. Und die hier. Haben wir ein bisschen Geld wiederbekommen. Jetzt reißen wir noch diese nichtsbringende Busstation hier ab. Und gucken mal, ob das ausreicht. Also wahrscheinlich nicht. Aber wir könnten noch ein bisschen U-Bahn-Linie bauen. So. Jetzt müssen wir nur noch reich werden. So schnell, bevor wir wieder pleite werden. Oh Mann. Ich möchte doch nur die U-Bahn-Linie miteinander verbinden, Spiel, bitte. Nochmal schnell an Geld kommen. Wir nähern uns hier Stück für Stück an. Das wird hier noch. Das wird hier noch. Das kriegen wir hin. Und zwar hoffentlich bevor der Monat zu Ende ist und wir, glaube ich, die Mega-Schulden haben. Oh Mann, das ist super spannend, ne? Ich glaube auch.
Also wenn ihr euch entscheidet, das Spiel nicht zu kaufen, ihr macht nichts falsch. Ich habe es auch nur gekauft, weil es beim Steam Summer Dings irgendwie Cities in Motion und Cities in Motion 2, ich glaube für einen Zehner oder so. Oh, bitte noch bevor der Monat umschlägt. Oh, was kostet das? 880. Wie das schaffen? Wir können erstmal klein anfangen, ne? Komm schon! Komm schon! Oh, das ist zwar total unkomisch, unkomisch ist auch ein tolles Wort, aber überhaupt nicht komisch. Nein, doch, das ist sehr, egal. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft, bevor wir pleite werden. Ja, mir fällt gerade ein, wir müssten einen Bus, eine U-Bahn kaufen. Das ist das nächste Problem. Okay, ich gehe nochmal in den Untergrund. Kann man das machen? Nee, kann man nicht. Aber so kann ich es jetzt wieder anschließen. Linie schließen, so. Fahrzeug hinzufügen. Was kostet denn so eine Bahn? 3000, Mensch, das habe ich ja mal eben auf dem Konto hier. Ja, wir könnten Glück haben. Oder auch nicht so, aber ich glaube eher nicht so. Ja, wir sind jetzt gleich Monatsende und machen wieder Minus. Ja. Ich will doch nur eine Bahn. Ich würde gerne noch einmal sehen, wie diese Bahn hier fährt. Bitte. Einmal. Einmal, Spiel, einmal. Jetzt sind wir schon auf 700 plus gekommen. Wenn wir so weitermachen, kommen wir in, keine Ahnung, 10 Monaten dann mal so weit, dass wir dann 3000 plus haben. Ein Bus hat eine Panne. Das ist schlecht für den Bus. Das ist schlecht für den Bus. Ja, das ist dieses blöde Geld. Okay, jetzt sind wir nicht mal mehr im Plus gewesen. Okay. Ich werde es jetzt anders machen. Ich werde jetzt hier einfach Linien schließen und Busse verkaufen. Mit der hier angefangen. Linie löschen. Ja. Okay, Linie 1, Linie 2, Linie 3, 4, 5, Vergnügungspark. Die können wir auch mal löschen. Ja. Es war auch so eine unnötige Linie irgendwie, Flughafen. Ja, die können wir löschen. Ja, manche Linien sind irgendwie richtig unnötig gefühlt. Die löschen wir auch mal. Ja, löschen. Jetzt haben wir hier noch die Buslinie, ja, die Bahn. Und für 3200 können wir eine kaufen.
Dann eröffnen wir das doch mal. U-Bahn-Futter. Yes. Unsere erste U-Bahn. Juhu. Überhaupt nicht komisch aus oder so, nein. Dankeschön. Hat alles funktioniert. Dankeschön. Hat alles funktioniert. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier alles erfüllt. Fügen Sie eine U-Bahn-Linie hinzu. Habe ich doch. Habe ich doch. Aber ich glaube, so viele Leute wollen hier nur nicht U-Bahn fahren. Arbeitsloser. Ist der lecker, ey. Okay, alles klar. Also Arbeitslose. Na. Warum sind so viele arbeitslos? Ist hier so ein richtiges Pennerbild. Ursula. Wilhelm Rosenberg. Andreas von Hardenberg. Ups. Oskar Freitag. Günther Zimmermann. Hier sind voll viele Obdachlose unterwegs. Ernestine, die Arme. Die Arme, die Arme. Ich würde nicht gerne Ernestine heißen. Oh. Aha, aha, mhm. Hey, dann machen wir mal auf schnell, ne? Mal sehen, was uns Ende September abgezogen wird. Oder für den 1. Oktober. September, Oktober, ja, Oktober. Ich muss gerade echt nachdenken. Uff. Mal sehen, ob wir Plus machen jetzt im Oktober. 5000. Ich bezweifle es irgendwie. Nur so ein Einfall, dass das vielleicht nicht ganz realistisch sein könnte. Ein Bus hat eine Panne. Wir könnten so einen Obdachlosen verfolgen. Markt. Ludwig Engel. Sophie Weiß. Ist nicht Pensionär? Ach nee, Gudrun Fiedler ist Pensionär. Ich wollte nämlich gerade sagen, das Bild passt irgendwie nicht. Da habe ich gar nicht auf den Umschwung hier geachtet. Muss ich jetzt mal machen. Aber es sieht nicht gut aus. Wobei... Ja, wir machen kontinuierlich ein bisschen Minus. Oh. Ja. Leute, ehrlich gesagt, ich würde es gern hier abbrechen, das Let's Play. Mir macht das irgendwie nicht mehr so viel Spaß hier, muss ich sagen. Also gerade, weil das einfach so... Ja, so blöd ist hier, ne? Also... mit diesen ganzen Linien, dass das irgendwie nicht so funktioniert richtig. Wie man sich das vorstellt. Wir haben schon auf leicht gestellt und ich krieg's immer noch nicht hin. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Spiel. Das kann auch sein. Ja. An sich nett gemacht. Wer sowas mag, bestimmt. Ja, ich werde das jetzt hier einfach kommentarlos beenden. Ich werde vielleicht Cities in Motion 2 nochmal ausprobieren. Jetzt nicht sofort, weil ich jetzt gerne erstmal Abstand von Cities in Motion hätte. Und dann gucken wir mal, ob Cities in Motion 2 ein bisschen besser ist. Ob das dann besser klappt. So. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen von unserem schönen, wundervollen... Cities in Motion Let's Play, was irgendwie nicht so geglückt ist. Ja, und dann, ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben, natürlich. Vielleicht auch, wie ihr das Spiel überhaupt findet. Naja. Sonst würde ich erstmal sagen, ciao und bis zu irgendeinem weiteren Projekt.